Der Major Tom hat gesagt, da hinten an dem Spot, da soll's übelst laufen. Das wurde auch schon mehrfach getestet. Naja, da muss ich doch auch mal testen. Also, gerade frisch ins Wasser gefallen, renne ich da jetzt einfach nochmal zum Spot und dann gucken wir mal, was geht. Kannst du dir nicht ausdenken, Alter. Da falle ich ins Wasser. Mann, grober Anfängerfehler. Katastrophe. Und jetzt renne ich wieder den gesamten Weg. Aber dann kannst du schon mal direkt gucken, wo das Ganze denn hier stattfindet. Da denkt man sich auch, Mann, geil, jetzt geht's los, ey. Starten wir mal das Video. Plunsch. Da lande ich erstmal direkt im Wasser. So, und jetzt denkst du dir natürlich auch schon, haha, was will er mir erzählen, Alter? Hier vorne 83 oder was? Klassischer Spot. Ja und nein. Also, ja, klassischer Spot, aber so klassisch, dass er eigentlich schon fast gar nicht mehr verwendet wird. So, wir biegen mal ab. Von dem klassischen bekannten Spot gegenüber der 1 gehen wir mal rüber. So. Und nu vorsichtig mit dem Mauken. Schön vorsichtig, nicht daneben treten. Oh nein, da piepst es schon. Sonst macht es gleich Plunsch. Alter, ich wollte mich hier so schön an meinem Klappstuhl vorbei und dann falle ich hier einfach in das Wasser. Kannst du dir aber auch nicht ausdenken. Oha, geht auch schon direkt los. Alter, hervorragend. Hervorragend. Da ist schon der erste Karpfen. Sehr schön. Ach, dreimal Futtermische ist drin. Das ist schon mal ganz nice. Und ich teste natürlich verschiedene Setups. Gerahmte auch mit dabei. Sehr schön. So, jetzt muss ich mal ein bisschen mitzählen. Das sind jetzt 5, beziehungsweise jetzt 5-mal ausgeworfen. Bedeutet bisher 10 Bällchen Futtermische. Ich habe immer das doppelte PVA dran. Dementsprechend, ja, also mal 2 die Auswürfe. 5-mal ausgeworfen und mal 2 sind halt 10-mal Futterbällchen drin. Tja, das Ganze hier kennt man vielleicht, wenn man relativ früh mit dabei war, am Bernsteinsee Release. Denn da war das hier tatsächlich eine ganz gute Stelle auf verschiedenen Entfernungen. Da gab es auch immer mal wieder, auch der Hinweis von RF4 war da immer mal wieder. Ja, man kann ja auch mal viel, viel weiter rauswerfen und angeln. Man müsste gar nicht immer so auf die klassischen Entfernungen angeln. Und man kann eben auch mal viel, viel, viel weiter raus. Und jetzt hier an der Stelle, ihr seht es vielleicht, gar nicht so weit raus. Also relativ im Nahbereich hier, ganz flach am Ufer sozusagen, beziehungsweise wir sind ja eh schon ein Stückchen weit draußen. Von daher passt das hier tatsächlich ganz gut auf 8 Meter Clip. Gar nicht so verkehrt. Also 8 Meter nur und dann eben flach raus. Der Major Tom hatte mir noch im Discord noch mal ein paar Fotos geschickt sozusagen. Also er hat einfach hier geradeaus in die Richtung geworfen. An den großen Bäumen voraus, dran vorbei sozusagen. In die Richtung, wie gesagt, kenne ich auch noch verschiedene alte Spots. Da muss man allerdings schauen, es gibt hier ist das auf der Map, es gibt hier in diesen Bereichen auch immer mal wieder andere Untergründe. Also zum Teil auch mal sandige Untergründe, dass man dann eben hier auch mal guckt, was ist das für ein Untergrund. Hier jetzt in dem Bereich auf 8 Meter hatte ich gerade schon gecheckt, das ist auch immer noch lehmiger Untergrund, bedeutet vom Setup her, können wir hier nach wie vor mit dem klassischen braunen Blei und dem braunen LED-Core einfach reingehen und dann sollte das laufen. Vom Setup her habe ich jetzt natürlich mal wieder ein bisschen Spielerei mit reingebracht, ein bisschen Variation zu dem vorgestellten. Das ist das Set sozusagen, was er mir gepostet hat mit Krabbe und Fisch und Futtermische dazu. Gucken wir uns natürlich auch gleich noch an. Also das ist so die klassische Kombi, womit mehrere wohl auch schon getestet haben und es soll tatsächlich auch ganz gut laufen. Und ja, von der Frequenz her war auch hier sofort Action. Darauf basierend habe ich jetzt quasi auch noch die beiden anderen Routen ein bisschen umgebaut, einfach so für den Test.
Einmal eine große Variante hier auf der 1, einmal eine etwas größere Variante hier auf der 2. Hat auch schon funktioniert mit dem gerahmten. Und jetzt ist die Frage, was noch alles reingeht. Laut Kescher-Bild sind da schon einige Seltene mit dabei gewesen. Und das macht das Ganze natürlich interessant, wenn man hier einfach auch auf Masse angeln will. Kleine Warnung vielleicht für Spieler, die vom Setup noch nicht so ganz groß unterwegs sind. Also hier vielleicht mit der HSV sich hinstellen. Ein bisschen vorsichtig sein, denn hier ist die Fläche ja ziemlich offen, die Wasserfläche. Und das heißt, wenn hier mal was Großes reingeht, dann ist man natürlich auch... Oha, das ist mal ein Lütter. Dann ist man hier natürlich auch hart am Limit. Von der Schnur sozusagen, ne? Also in dem Fall, wenn man hier steht, vielleicht dann doch lieber auf eine geflochtene Schnur wechseln, damit man hier komplett 300 Meter, vielleicht sogar eine noch dickere Spule drauf machen, damit man hier ausreichend Meter Schnur hat. Denn wenn hier mal ein dicker Brocken abhaut, ja, dann wirst du im schlimmsten Fall mit einer schwachen Rolle einfach leer gespult. Das ist halt in diesen Bereichen wie hier hinten, wo man den Fisch schön gegens Ufer lenken kann. Oder hier in dem Bereich ist es natürlich deutlich entspannter. Hier, wenn das offen ist, kann das schon mal übel enden. Deswegen gucken, dass man da mit einem schwacheren Setup ausreichend Schnur auch drauf hat. Ansonsten natürlich wie immer klassisch geht das natürlich auch immer ganz gut mit einer Monoschnur. Und dann lübt das im Idealfall. So, jetzt bin ich ja gespannt, was läuft hier am besten. Wir gucken auch gleich mal in die beiden anderen Setups rein, in die beiden anderen Köder-Kombis. Ich habe jetzt hier einmal Pop-Up auf Blau. Hier ist ganz normal Pop-Up Mais. Und hier ist sinkender Boily. Soluble haben wir auch in der Futtermische mit drin. Na, ist er dran? Ne. Jetzt. Kriegen wir ihn noch? So gerade noch. Aber das ist auch relativ klein. Da bin ich noch gar nicht so von überzeugt hier. Eine Futtermische machen wir nochmal. Zack. Und das Ganze muss ja auch erstmal noch ein bisschen wirken. So. Also, gucken wir hier mal eben rein. Hier bin ich auch ziemlich groß. Also schon mal einen deutlich größeren Haken statt den klassischen Einser. Also nochmal, wenn man auf Frequenz gehen will, wenn man natürlich schön einen nach dem anderen rausziehen will. Und ich denke mal, das werde ich auch gleich nochmal ein bisschen länger testen. Einfach ein bisschen für die Masse. Dann ist das natürlich hier ideal. Also kleiner Köder, Einser Haken, Futtermische dazu, ab dafür. Das funktioniert natürlich super, komplett eben hier alles auf Krabbe. Also so hat das eben auch funktioniert. Und das war ja auch die Info, allen Teste mal so, klappt super. Jetzt kommt natürlich, wie gesagt, bei mir immer die Spielerei dazu, dass ich immer wieder noch was anderes weiter darauf basierend weiter testen will. Das heißt hier jetzt klassische Haarmontage mit größerem Haken nochmal, 15er Boily Soluble, vielleicht wäre auch ein 1er Haken komplett ausreichend, 15er Krabbe Muschel Soluble, Krabbe und Fisch, einfach nochmal den auflösenden Boily auf dem sinkenden Setup und da geht es wieder weiter hier auf Mais, jawohl, komm ran hier und der nächste, ich mache hier glaube ich schon mal das Futter runter. Machen wir mal einen kleinen Break bis 16 Uhr oder so. So, und dann in den Abendstunden nochmal 3-4 Mal auswerfen. Das ist das dritte Setup hier, auch nochmal auf klassischer Haarmontage. Krabbe, Muschel, Königskrabbe mit drin, nochmal Krabbe, aber bisher hier gar kein Ergebnis. Es kann sein, dass ich das gleich als erstes umbaue, vielleicht auch direkt nochmal auf Pop-Up. Zack, hier auf Soluble, na guck. Der nächste und einer, der zumindest auch ein bisschen Bock hat. Jawohl, das ist doch schon angenehm. 6 Kilo. Jetzt geht auf Krabbe Muschel Soluble was rein. Sehr schön. Ja doch, auf dem großen Setup. Und hier geht es auch noch rein. Alter, sehr schön. Wenn natürlich jetzt die Frequenz richtig gut ist, dann ist das natürlich auch sehr angenehm. Der erste Spiegelkarpfen, okay. Erster Spiegler. Ja, aber das sieht auch schon ganz gut aus. Das fängt auch schon richtig gut an. Und jetzt ist natürlich nur die Frage,
wo ballern die interessantesten Fische drauf rein. Also es wurden Geisterschuppenkarpfen gefangen, die waren eben auch mit dabei. Aber auch von den Größen, jetzt muss ich gerade noch mal eben kurz reinschauen. Genau, Goldkarpfen, Geisterschuppi, 7, 8 Kilo, 4 Kilo Goldkarpfen, das sieht doch schon richtig nice aus. Barbe, ja, auch ganz klassisch für Barbe, auch verschiedene gerahmte sind mit dabei, okay. Ja, also das sieht doch wirklich nach einem ganz guten Kescher aus. Und wenn man dann eben hier reingeht und dann hier auf Masse geht, ja, da hat er mal eben schön fast 1000 Silber gemacht. Das schmeckt natürlich. Das schmeckt natürlich richtig. Also, für die Chance auf Masse durchaus komplett auf Maiskorn. Und ansonsten, ich teste ja jetzt noch ein bisschen auf groß. Vielleicht gehen ja noch ein paar größere rein. Vielleicht geht auch ein großer Seltener rein. Das wäre natürlich der Hammer. Vielleicht mache ich das hier noch mal ein bisschen anders. Weißt du was, wir machen hier mal das Snowman Rig drauf. Snowman Rig mit und jetzt Pop-Up-Boilie-Krabbe. Oh, hier haben wir noch die Königskrabbe. Oh, was haben wir noch für Möglichkeiten? Pellet und Boilie. Sinkender Boilie. So, ich habe das nochmal ein bisschen umgebaut. Also, mit einem 1er-Haken nochmal. 15er Krabbemuschel Soluble. Und dann Pop-Up Maiskorn mit drauf. Komplett auf Krabbe hier jetzt mit dem Snowman Rig. Auch auf die 8 Meter wieder geklippt. So, locker raus. Und dann gucken wir mal, wie das wirkt. Ich glaube, das ist so ein guter Kompromiss. Aber auch hier, na guck, der nächste, der auch ein bisschen Gewicht hat. Also auf der größeren Köder-Kombi scheint auch da ein bisschen was zu gehen. Das ist doch gut. Und vielleicht ist das auch durchaus eine Stelle, wo man hier einfach mal die dicken Boilies reinhalten kann. Und dann mit viel Geduld geht dann vielleicht auch mal ein bisschen was Größeres auch noch mit rein. Ich könnte natürlich hier auch dann nochmal übertreiben. Krabbe und Muschel 20 mache ich mal hier rein. Also das Setup lasse ich mal jetzt hier auf groß. Zack, wieder raus. Und die beiden anderen, das ist jetzt hier einmal das mittlere Setup. Schön mit 15er Boilie und Pop-Up Maiskorn. Und dann hier einfach das kleine Setup. Da sollte am besten die größte Frequenz eben drauf passieren. Hier, zack. Hier, ja, kann auch gerne noch Frequenz passieren. Ne? Und dann hier vielleicht für zwischendurch die dicken Brocken. Aber es sieht schon gut aus. Und ich bin echt gespannt, ob hier vielleicht gleich noch was reingeht. Ich warte nochmal hier ab bis in die Abendstunden und wie es dann damit aussieht. Ja, ich glaube, das ist so mit die beste Kombination. Also, ich habe noch mal ein bisschen umgebaut und noch mal ein bisschen weiter getestet. Zum einen bisschen mehr auf Masse. Nach wie vor muss ich sagen, ich bin bei 25 Fischen in 23 Minuten. Also nach wie vor mehr Fisch als Minuten und das ist immer ein sehr, sehr, sehr gutes Zeichen. Würde ich jetzt hier von vornherein nur mit Mais stehen und nur mit diesem einen Maiskorn, wäre hier noch viel, viel mehr los, also deutlich mehr. Zwei Variationen oder zwei Änderungen habe ich vorgenommen, die dann doch nochmal besser sind. Ich würde sagen, schon eher auch mit Pop-Up-Rig hier reingehen, denn da geht noch einiges mehr. Und dann kannst du eben eine Variation machen. Ich habe jetzt hier jetzt gerade nochmal eine kleinere Version für nochmal mehr Masse gemacht. Sowas funktioniert übrigens auch immer ganz gut, wenn man so ein Wettangeln macht auf Masse. Dann geht man einfach vielleicht sogar nochmal kleiner rein. Ich habe jetzt hier nur einen 4er-Haken genommen. Also wirklich klein und dazu einfach eben hier wieder Maiskorn und den Dip. Das Ganze natürlich, ja, hier nach wie vor auf die 8 Meter. Und das zweite Setup, also das erste hier, das ist noch nach wie vor so geblieben. Das ist hier quasi original. Das ist jetzt nochmal kleiner geworden, um nochmal ein bisschen mehr auf Masse zu gehen. Und das hier ist nochmal groß oder ist immer noch groß. Allerdings hier jetzt komplett auf Pop-Up. Pop-Up Mais, Pop-Up Boilie, 18er Boilie, Königskrabbe, Krabbe und Fisch. Futtermische übrigens, haben wir noch gar nicht reingeguckt. Futtermische komplett auf Mais ausgelegt als Basis. Hier kann man natürlich dreimal komplett die Königskrabbe mit reinmachen. Ich hatte jetzt, da wir ja Mais auch als Köder verwenden, nochmal das Maiskorn mit reingenommen. Und dann hier Krabbemuschel Soluble,
gibt ja immer noch mal eine Bonuswirkung, wenn man quasi Soluble Boilies crushed, ist das noch mal ein Bonuskicker. Und dann eben hier Krabbe und Muschel als Aroma. Und rein damit. Das Ganze kann man natürlich auch als Bällchenform machen und dann handgelenksmäßig locker ausgeworfen. Hier sind es ja nur 8 Meter. Von daher ist das gar kein Problem, wenn man hier noch kein PVA machen kann. Dann, jawollo, einfach raus damit. Der erste seltene auf die angegebene Kombi. Sehr, sehr schön. Da ist er. Einfach nur auf Krabbe. Und ja, Einserhaken und Dip. Krabbe und Krabbe, so soll das. Ja, und jetzt geht's hier so ein bisschen auf Masse. Aber man sieht eben auch hier auf dem Viererhaken, ne? Klar gehen da ab und zu mal eben auch ein bisschen kleinere rein. Aber auch da können recht große Brocken drauf reingehen. Man kann tatsächlich auch runter bis zu einem Sechserhaken gehen, wenn man hier wirklich auf Masse aus ist und mal gucken will, dass man vielleicht in einer Stunde hier, naja, so 80 Fische oder so rauskriegt. Das sollte doch locker drinne sein. Guck mal hier, zack, ausgeworfen, sofort wieder Biss. Das ist halt der Riesenvorteil, wenn man klein reingeht. Und da können natürlich auch, also man hat natürlich eine hohe Chance, dass dann auch bei der Masse immer mal wieder was Seltenes dabei ist, was dann eben ganz gut Cash bringt. Zack, 5 Kilo. Also kaum ein Unterschied bei den kleinen Haken mit dem kleinen Köder zu den großen Kombis im Moment. Allerdings hat man eben auf so einem großen Setup dann vielleicht doch eher mal die Chance, dass da vielleicht auch mal was ganz Großes reingeht. Aber wenn man so die Fische haben will, so bis 10 Kilo, geht das eigentlich auch ganz gut mit sehr, sehr kleinem Setup. Ja, ich bin super zufrieden. Das schmeckt, das passt richtig gut. Und ich glaube, hier kann man schön Cash machen. Dankeschön nochmal an Major Tom fürs Teilen, fürs Bescheid sagen. Und vor allem, es ist einfach mal ein Spot, den man einfach ewig nicht gesehen hat. Ich glaube, das ist das Allergeilste. Als ich gerade hier hinten lang gelaufen bin, so in der Area, habe ich schon gedacht, Alter, es sieht aus wie ein ganz anderes Gewässer. Wenn man mal nicht immer nur in die Richtung guckt, sondern eben auch mal woanders langläuft. Zack, guck mal hier, wieder auf dem Vierer. Wieder ein gutes Gewicht. Also, kleine Sets, ja, liefern tatsächlich auch ganz gut. Deswegen ran hier, schön auf Masse gehen, einfach nur Maiskorn schön durchziehen und mit Glück einfach noch ein paar seltene oder sehr seltene rausziehen, dann macht das doch auch richtig Bock. Dankeschön nochmal, wie gesagt, an den Major Tom fürs Teilen und an die Kollegen auch fürs Mittesten. Ich glaube, sonst hätte er das ja auch nicht weiter geteilt, dass das hier funktioniert. Also, scheint richtig gut abzugehen. Ja, und ich würde sagen, tatsächlich nochmal kleiner. Auf dem Viererhaken wird nochmal wilder. Petri, wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin.